Nick! Bist du okay? Ich suche seit Monaten nach dir. Ich muss dir erzählen, was passiert ist. Aber das mache ich später. Gehen wir! Ganz leise jetzt. Diesen Klon von dir an. Sender hat es ernst gemeint. Er kann auch Leben aus Relikten erschaffen. Die Dinger sind überall. Ich wette, Sender hat dich gekidnappt, um diese Klone bauen zu können. Sehen sie so aus wie du? Nur fieser. Wir haben diesen Ort abgeriegelt. Moment mal. Das ist die Höhle unter dem Kloster? Offenbar bauen sie hier etwas. Also, was habe ich verpasst? Nachdem Sender dich mit dem Artefakt angriff, wollten wir ihn wirklich aufhalten. Aber seine Mönche nahmen dich mit und wir hatten keine Chance. Das Artefakt, das hat mich also besiegt. Wir haben zuerst hier nach dir gesucht, aber alles war verlassen. Dann haben Ava und ich uns aufgeteilt. Ich habe nach dir gesucht und sie wollte Mönche finden, denen sie vertraute. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Das ist nicht gut. Wird noch schlimmer. Menschen sind verschwunden. Der Doktor, Charlotte, einfach alle. Dann sah ich einen deiner Klone und folgte ihm bis hierher. Diesmal war mächtig viel los. Ich wusste, dass du hier irgendwo sein musst. Und all das? Keine Ahnung. Aber er baut irgendetwas aus Roboterteilen. Etwas, das sogar für diesen Ort zu groß ist. Was immer das ist, es wird größer als ein Titan. Man sollte es zumindest leicht finden. Oh!
Sender benutzt die Klone von dir für Sklavenarbeit. Tageslicht. Da oben, Sender. Finden wir heraus, was er getrieben hat. Also, wo ist dieses Ding, das er baut? Hat wirklich nicht sehr verändert. Vielleicht ein bisschen heruntergekommen. Weißt du noch die erste Nacht hier, als du mit dem Männchen gekämpft hast? Das waren gute Zeiten. Verteidigungslinie. Auf die Minute. Wie schön, euch wiederzusehen. Hier am Ort unseres ersten Treffens, bevor alles ein klein wenig verrückt wurde. Sie meinen, als Sie die Welt beherrschen wollten? Ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, wie viel Arbeit das alles macht. Viel zu viel Aufwand, wirklich. Und da hast du mich auf eine Idee gebracht. Du und dein kleines Trümmerflugzeug. Jetzt kommt's. Etwas aus alten Roboterteilen zu bauen, ist wirklich clever. Aber wenn man es tut, sollte man es richtig machen. Voila! Meine Armageddon-Maschine. Armageddon-Maschine? Übertrieben. Vernichtungsmaschine klang mir nicht groß genug und Ende der Weltmaschine war viel zu holprig. Sie irre. Das mag sein, ja. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr das große Finale miterleben könnt. Ah, ah, ah. Du weißt.
weißt, was das hier mit dir macht. Die Welt regieren? Diese Welt? Ihr Narren verdient unsere Herrschaft nicht. Wir müssen eindeutig zu einfacheren Zeiten zurück. Als Marius sprach, hörte jeder zu, denn allein er stand zwischen ihnen und dem Tod. Ich werde diesen Zustand wiederherstellen. Städte, Dörfer, Siedlungen, das Prunkwerk unserer sogenannten Zivilisation, sie machen uns schwach. Und für die kleine, persönliche Note beginne ich bei denen, die ihr auf dieser Welt am allermeisten liebt. Wenn die Armageddon-Maschine New Haven erreicht, werden sie als Erste von allen untergehen. Lucas Snack, es war mir eine Freude.